Stein wird vergöttert. Die Clans erzählen sich Legenden über ihn. Nur wenige kennen die Wahrheit. Einst war er sterblich, wie wir alle. Ich bin Raziel, der Erstgeborene unter seinen Statthaltern. 1000 Jahre lang habe ich keinen gedient. Ich stand bei ihm und meinen Brüdern, als das Reich entstand. Die Gabe entwickelte sich beständig weiter. Wir wurden immer weniger menschlich und immer mehr Göttern gleich. Stets wurde Kain als Erster vom Zustand der Änderung erfasst und ging gestärkt aus ihm hervor. Einige Jahre nach dem Gebieter folgte dann unsere Weiterentwicklung. Bis ich die Ehre hatte, meinen Gebieter zu übertreffen. Für meinen Verstoß wurde mir eine neue Art der Belohnung zuteil. Todesqual. Es gab nur ein mögliches Ende, meine ewige Verdammung. Ich, Raziel, sollte das Schicksal von Verrätern und Schwächlingen teilen, im See der Toten ewig brennende Agonie zu erleiden. Werft ihn hinein! Brennend, mit weißglühendem Feuerschweif, stürzte ich den Tiefen des Abgrunds entgegen. Entsetzliche Schmerzen. Erbarmungslose Todesqualen. Die Zeit hörte auf zu existieren. Nur noch diese Qualen. Und ein immer tieferer Hass auf die Heuchelei, die mich zu dieser Hölle verdammt hatte. Eine Ewigkeit verging. Die furchtbaren Schmerzen ließen nach. Und ich taumelte vom Rand des Wahnsinns zurück. Der Sturz hatte mich vernichtet, und doch war ich am Leben. Welcher Wahnsinn ist dies? In was für einer jämmerlichen Hülle befinde ich mich hier? Im Vergleich zu dieser Verkleidung wäre der Tod wahrlich eine Erlösung. Du hast ja den Abgrund nicht überlebt, Raziel. Ich habe dich nur vor der vollständigen Auflösung bewahrt. Dann ziehe ich die Auflösung vor. Die Wahl liegt nicht bei dir. Ich bin verloren. Du bist wiedergeboren. Es wurde ein Ungeheuer in Kains Legion geboren. Es war diese Seele, welche den seelenlosen Körper animierte, in dem du einst lebtest. Das aber, Raziel, ist Nosgoths Ende. Das Gleichgewicht geht verloren. Die Seelen der Toten bleiben gefangen. Ich kann sie nicht im Rad des Schicksals drehen. Sie können ihr Los nicht vollenden. Leiste Buße. Oder, solltest du dies vorziehen, übe Rache. Beende deine Fehde mit Kain. Vernichte ihn und deine Geschwister. Befreie ihre Seelen und lass das Rad des Schicksals sich von Neuem drehen. Nutze deinen Hass, um ihre Seelen zu rauben. Ich kann dir helfen. Werde mein Seelenräuber, mein Soul Reaver, mein Todesengel.
Diese Tore verzerren den Raum und spannen einen Weg über weite Entfernungen. Du bist schwach, du brauchst Nahrung. Der alte Hunger hat mich verlassen. Ich habe kein Verlangen nach Blut. Du hast dich verändert. Dein Blutdurst wurde durch ein tieferes Bedürfnis ersetzt. Nun brauchst du Seelennahrung. Du musst die verlorenen Geister der Unterwelt jagen und die Seelen deiner Feinde verzehren. Das gibt dir Kraft. Deine Flügel, obgleich zerstört, sind dennoch nicht ganz unbrauchbar. Greife nach ihnen, wenn du springst, und sie werden dich über diesen Abgrund tragen. Wer sind diese abscheulichen Kreaturen? Sluak, die Aasfresser der Unterwelt. Ihrem wilden Hunger sind zahllose Seelen zum Opfer gefallen. Geister, die nun niemals Ruhe finden werden. Diese Portale bilden deine Verbindung zwischen der spektralen und der materiellen Ebene. Mit ihrer Hilfe kannst du Materie sammeln und Kraft deines Willens in der körperlichen Welt Gestalt annehmen. Das wird dich jedoch anstrengen. Dafür musst du erst ganz bei Kräften sein. Um auf diese Ebene zurückzukehren, brauchst du keine Verbindung. Du kannst deine körperliche Hülle jederzeit zurücklassen. Sorge dafür, bei Kräften zu bleiben, um deine Manifestation in der körperlichen Welt zu verlängern. Nimmst du nichts zu dir oder trägst du zu viele Wunden davon, löst sich diese vergängliche Hülle auf. Du bist noch jung, Graziel. Doch haften dir viele deiner vampirischen Schwächen an. Wasser bringt dich zwar nicht um, doch deine körperliche Hülle löst sich auf und du musst in die Geisterwelt zurückkehren. Wisse, dass Wasser auf der spektralen Ebene weder Gewicht noch Auftrieb hat. Es ist so dünn wie Luft. Was sind das für Kreaturen? Erkennst du sie nicht? Das sind die Kinder deines Bruders Duma. Das ist nicht möglich. Dies abscheulich wimmelnde Gezücht kann nicht von unserem hohen Blut abstammen. Glaubst du denn, die Zeit stand still für dich, Raziel? Vieles hat sich geändert, seit du die Welt der Menschen verlassen hast. Die Schwächen meiner Gegner waren mir bekannt, da ich selbst darunter gelitten hatte. Körperliche Wunden gehen vorüber. Das unsterbliche Fleisch eines Vampirs schließt sich in dem Moment, da die Wunde geschlagen wurde. Vampire müssen nur Wunden fürchten, die pfählen oder brennen. Wasser ätzt wie Säure und Neulinge richtet die Berührung der Sonne zugrunde. Je nach Gegner würde ich meine Taktiken anpassen müssen. Vom Fleische befreit, flieht die Seele jedes Wesens auf die spektrale Ebene. Atme sie rasch ein, Raziel. Sonst wirst du ihr folgen müssen. Deine körperlichen Fähigkeiten sind viel größer als zu Lebzeiten. Nun kannst du selbst massive Hindernisse mühelos zur Seite schieben. Oh Gott! Das Heiligtum der Clans. Verfallen zu Ruinen. Hinter diesen Mauern standen einstmals die Säulen von Nosgoth, das Reich Kainz. Wie kläglich es mir nun erscheint, zu Staub zerfallen all die Pracht der goldenen Tage. Wurde ich nicht eben erst befreit? In dieser kurzen Spanne zwischen meiner Hinrichtung und meiner Auferstehung lagen offenbar Jahrhunderte. Katastrophen erschüttern diese Welt. Die Natur leistet Widerstand gegen die schmarotzenden Legionen Kainz. Ein einziger Augenblick reichte Kain, um das Schicksal dieser Welt zu besiegen. Kain war nicht willens, sich selbst zu opfern, um das Gleichgewicht in Nosgoth wiederherzustellen. Daher verurteilte er die Welt zu diesem Verfall. Damals begann die Auflösung. Nun ist sie fast vollendet. Nosgoth taumelt am Rande des Zusammenbruchs. Die empfindliche Balance ist zerstört. Dies zumindest blieb gleich. Der endlos wirbelnde Strudel des Abgrunds. Mein Grab. Stätte meiner Wiedergeburt. Zwar hatte sich die Landschaft Nosgoths stark verändert, doch dank dieser Klippen wusste ich, wo ich war. Das Gebiet meines Clans lag im Westen. Gespannt erwartete ich Neuigkeiten über das Schicksal meiner Nachkommen in den vergangenen Jahrhunderten meiner Abwesenheit.
alles verwüstet. Mein einstmals stolzes Geschlecht von dieser Welt gewischt wie Exkrement von einem Schuh. Ich kannte die Hand, die dies getan. Nein, bitte! Diese hautlosen Gestalten mit ihrem verwesenden Fleisch erkannte ich nicht wieder. Sie rochen nach Vampir, aber nagten an den Leichen ihrer Opfer wie die Hunde. Diese Leichenhalle wies die untrüglichen Zeichen von Melchias Clan auf. Wie tief war unsere Art gesunken, wenn diese Teufel die Abkömmlinge meines hochgeborenen Bruders waren? Waren sie so verkommen, dass sie Neulinge aus den Welten Leichen rekrutierten, die hier bestattet waren? Mein Bruder Melchia wurde als Letzter erschaffen und erhielt daher den geringsten Teil von Kains Gabe. Obgleich unsterblich, nagte Verwesung an seinem Leib. Zu schwach war sein Geist, als dass er sich dem Verfall widersetzte. Diese Schwäche, so scheint es, vererbte er seinen Nachkommen. Ihre rissige Haut konnte den darunterliegenden Verfall kaum bedecken. Gib Acht, Raziel! Diese Geister sind Vampire, die ihren Verstand auf der spektralen Ebene verloren. Gleicht sich ihre blutrünstige Natur dieser Ebene an, so werden sie zu Seelenfressern. Erlaube diesen Geistern nicht, ihre Körper wieder in Besitz zu nehmen. Zeig dich, Kreatur! Erkennst du mich nicht, Bruder? Habe ich mich so verändert? Melchior? Ja, Bruder. Du hättest bleiben sollen, wohin dich der Gebieter schickte, Raziel. Du wirst feststellen, dass Norsgott weniger angenehm ist, als du es in Erinnerung hast. Was ist aus meinem Clan geworden? Antworte mir, kleiner Bruder, oder ich prügle die Antwort aus dir heraus. Alle fürchten sich, mein Bruder. Du bist erwacht in einer Welt der Furcht. Diese Zeiten der Veränderung bringen alles so durcheinander. Glaubst du, ich verspüre kein Ekel vor dieser Gestalt? Glaubst du tatsächlich, dass unser Gebieter sein Reich für das Erbe eines Emporkömmlings riskieren würde? Genug Rätsel, worauf willst du hinaus? Du bist der Letzte, der sterben wird. Sag mir, Melchior, wo finde ich keinen? Der Gebieter ist unerreichbar für dich, Raziel. Er zeigt sich, wenn er dies für richtig hält, nicht auf dein Verlangen. Das hast du gut gemacht, Raziel. Bin ich so tief gesunken? Bin ich verteufelt? Ein Brudermörder? Aufgestiegen bist du, Raziel. Nicht gesunken. Mit Melchias Seele bist du um eine Gabe reicher. Barrieren wie diese sollen dir deinen Weg auf der spektralen Ebene nicht verstellen. Konzentriere deinen Willen darauf, sie zu durchschreiten. Und es wird geschehen. Geh
Kehr zum Heiligtum der Clans zurück, Raziel. Durch welcher Seele hast du die Möglichkeit, dort hineinzugelangen? Doch nimm dich in Acht. Diese Ruine ist zwar verlassen, nicht aber unbewohnt. Mit diesen Artefakten stärkst du dein Durchhaltevermögen und kannst deine materielle Manifestation länger aufrechterhalten. Sammle 5, um das Emblem zu vervollständigen und deine Kraft zu stärken. Hast du diese Glyphs einmal erworben, erlangst du durch sie Kunde über die Elemente. Doch jeder Zauber kostet dich Energie. Verwende diese Fähigkeiten sparsam und mit Bedacht. Raziel. Kain! Der Abgrund war ungesund. Ich bin deine Schöpfung, Kain. Du kritisierst dein eigenes Werk. Was hast du meinem Clan angetan, Entarteter? Du hast kein Recht. Was ich erschaffen habe, kann ich auch vernichten, mein Kind. Verflucht seist du, du bist kein Gott. Wie kannst du ganze Völker gewissenlos morden? Gewissen? Du wagst es, dieses Wort zu führen? Nur wenn du die volle Bedeutung der Wahl verspürt hast, solltest du es wagen, mein Urteil in Frage zu stellen. Deine Lippenspanne ist nur ein Wimpernschlag, verglichen mit all dem Zweifel und Bedauern, das ich mit mir trage, seit mir Mortanius einst das Licht verweigerte. Zu wissen, dass das Schicksal der Welt von der Klugheit all meiner Handlungen abhängt, wagst du zu ermessen, wie schwer ich an meiner Wahl trage? Meine Wahl wäre eine andere, Kain. Schau dich um, Raziel. Schau, was aus unserem Reich geworden ist. Dies ist das Ende eines Zeitalters. Die Clans sind in alle Winde Norsgards verstreut. Dieser Ort hat keinen Nutzen mehr. Genau wie du. Der Soul Reaver, Kains Klinge aus grauer Vorzeit. Älter als jeder von uns und tausendmal tödlicher. Die Legende besagt, dass die Klinge verteufelt war und wuchs, da sie die Seelen ihrer Opfer verschlang. So tapfer wir uns auch gaben, wir wussten, was es hieß, wenn Kain in seiner Wut den Soul Reaver zog. Es bedeutete das unmittelbare Todesurteil. Der Soul Reaver ist bezwungen. So geht es dann weiter. Und wir sind der Vollendung unseres Schicksals einen Schritt näher gekommen. Ich schwöre, ich sah ein zufriedenes Funkeln in Kains Auge, als der Soul Reaver vernichtet wurde. Ich verstand nicht, welches Spiel Kain spielte, aber ich wusste, was zu tun war. Moment und in aller Ewigkeit bist du mit dieser Klinge untrennbar verbunden. Soul Reaver, der Seelenräuber und Raziel. Eure Schicksale sind miteinander verwoben.
Als du das Schwert zerstörtest, befreitest du es aus einem körperlichen Gefängnis und gabst ihm seine wahre Gestalt zurück. Eine Geisterklinge. Ihre Energie ist ungebunden. Es ist keine materielle Klinge mehr und kann sich daher nur auf der materiellen Ebene manifestieren, wenn du ganz bei Kräften bist. Einmal manifestiert, wird es dich bei Kräften halten. Was bist du, kleine Seele? Eines von Kains Geschöpfen gekommen, um diese gefesselte Erscheinung zu quälen? Ich hatte nicht vor, deine Ruhe zu stören. Ruhe? Für den Schlaf braucht man einen Körper. Fleisch und Blut braucht man, um zu ruhen. Nein, Kind. Alles, was ich kann, ist beobachten und mich erinnern. Stets ganz bewusst. Während sich die Geschichte dieser elenden Welt vor meinen Augen entfaltet. Hässliche Vergangenheit, unerträgliche Zukunft, sind sie ein und dasselbe? Bin ich denn immer hier? Was ist geschehen, dass du bei diesen Säulen spukst? Kain verweigerte das Opfer. Die Säule des Gleichgewichts, bis ins Innerste verfault, bildet ein Mahnmal für seinen blinden Ehrgeiz. Jetzt dienen diese Säulen nur dazu, mich hier gefesselt zu halten, in meinem Gefängnis, dank der Gier deines Gebieters, Kain. Dieser Teufel hat keinen Anspruch auf meine Loyalität. Dann haben wir einen gemeinsamen Feind, Raziel. Kehre zurück, wenn du meine Hilfe benötigst. Ariel erinnert sich an das, was andere längst vergessen haben. In den östlichen Bergen steht in stummer Ergebung ein geknebelter Titan. Unwilliger Wirt für eine Horde Parasiten. Die Festung deines Bruders Sephon liegt weit im Osten, jenseits der Ruinen, die du bei deiner Ankunft aus der Unterwelt erblicktest. Er und sein Bruder haben sich in einer verlassenen Kathedrale eingenistet, nachdem sie deren menschliche Wächter erschlagen hatten. Diese mächtige Kathedrale, vormals Zeugnis des Widerstands der Menschen gegen das Reich Kains, stand nun halb verfallen. Die Gläubigen, die hier einst ihrem Gott huldigten, waren seit Jahrhunderten schon tot. Ihre Architekten entwarfen diesen Turm als heilige Waffe gegen die Bedrohung aus dem Totenreich. Ein gewaltiges Werkzeug, geschaffen aus Messing und Stein. Die Orgel der Kathedrale war nun verstummt. Einst brachten ihre Hymnen allen Ungläubigen den Tod. Diese leeren Räume sind Zeugnis der menschlichen Ohnmacht.
Der verlorene Sohn, du kannst nicht mehr zurück, Raziel! Sephon, diese Visage steht dir. Eine angemessene Spiegelung deiner Seele. Und du bist auch nicht mehr sein schöner Raziel, sein hochgeschätzter Erstgeborener, der zum Verräter wurde. Du hast so viele Veränderungen verpasst, kleiner Raziel. Sieh dich nur um. Schau, wie die Vernichtungswaffe der Menschen zu meinem Heim geworden ist. Ja, zu meinem Körper. Ein Leib aus Backstein und Granit, von dem aus ich den Verfall der Welt betrachte. Ein Mauerspalt, in dem du lauerst und aus dessen Schatten du dich nur hervorwagst, um ein Opfer zu verschlingen, das sich in deiner feigen Falle verfangen hat. Doch du hast den Fehler begangen, mich nicht zu fesseln, und daher bist du es, der sich meinem Willen beugen muss. Wille, Instinkt, Reflex. Für ein Insekt besteht da kaum ein Unterschied. Ich warne dich, Bruder. In gleichem Maße wie meine Gestalt wuchs auch mein Appetit. Komm her, mein Magen knurrt. Abtrünnigen Seele Sephons hast du dir eine neue Gabe einverleibt. Ganz wie seine vampirische Brut kannst du nun Mauern erklimmen, die sonst unpassierbar wären, aber nur auf der körperlichen Ebene. In der Geisterwelt können diese substanzlosen Gefüge dich nicht tragen. Wie Leichen in zu flachen Gräbern steigt Fäulnis an die Oberfläche. Jenseits dieser Säulen hallen die Schreie des geschändeten Opfers. Die alte Grabstätte der Seraphan. Einst war sie fest verschlossen. Jetzt aber, ausgeplündert während der Unruhen in Nosgoth, liegen ihre Geheimnisse offen da. Zur Zeit von Vorador, Jahrhunderte vor der Erschaffung Kains, kämpften die Seraphan-Kriegerpriester einen erbarmungslosen Kampf gegen die Vampirstämme Nosgoths. Beseelt von dem Wissen um die Gerechtigkeit ihres Kampfes, begingen sie unaussprechliche und wahllose Akte der Gewalt. Junge und Alte metzelten sie gleichermaßen dahin und dezimierten ganze Geschlechter in nur wenigen Jahrzehnten. Nun liegen ihre aufgebahrten Hüllen hier. Wappne dich, Raziel. Eine vergessene Geschichte wartet dort auf dich. Erkenne dich selbst, auch wenn es dich vernichten könnte. Als ich den Stein zur Seite zog, entwich aus der inneren Kammer die Grabesluft. Ich war nicht gerüstet für das, was ich jenseits dieser Schwelle fand. Thank you.
Diese Grabgewölbe, geschändete Särge von Seraphan-Heiligen. Sie trugen die Namen meiner Brüder und auch den meinen. Kains blasphemische Taten und ihre Ironie enthüllten sich mir mit einem Schlag. Waren meine Hände nicht genauso blutig wie diese? Schlimmer noch, ich hatte das Blut meiner Brüder vergossen, eben jener Kameraden, deren Grabstätten verwüstet vor mir lagen. Ja, Raziel, du warst Seraphan, geboren aus derselben Kraft, die deine Art fast vernichtet hätte. Doch bevor das Reich anbrach, wart ihr seine Auserwählten. Kain, Noskots alleiniger, selbsternannter Herrscher, plünderte diese Gräber und entführte euch aus der Krypta. Indem er euren Gebeinen seine vampirische Gabe einhauchte, ließ er euch als seine auserwählten Söhne wieder auferstehen. Ketzer, an mir kommst du nicht vorbei! So tiefe Loyalität? Für einen, der dich wie einen angeketteten Hund diesen Vorposten bewachen lässt? Lebst du gut von den Resten, die er dir vorsetzt? Deine Beleidigungen werden nur bewirken, dass dein Tod umso qualvoller wird! Kain hat mich schon einmal getötet und nun schau mich an. Ich habe von dir nichts mehr zu befürchten. Zu verdichten und zu manipulieren. Auch der Soul Reaver verfügt über diese Gabe. Konzentriere dich und schleudere einen Ball kinetischer Energie auf Gegenstände, die du sonst nicht erreichen könntest. Zuflucht vor der vampirischen Gefahr ist diese Abtei in den Fluten versunken. Dein Bruder Rahab und seine Brut, die selbst die schwachen Strahlen der Sonne Noskots fürchten müssen, haben ihre Verwundbarkeit durch Wasser überwunden und sind nach unten ausgewichen. Nun suchen sie die Ruine heim und gleiten durch die Dunkelheit dieser Tiefen. Rahab, du hast dich deiner Umgebung gut angepasst. Erstaunlich für jemand von so geringem Geist. Spotte nicht, Raziel. Du weißt doch, wie viel Kraft es braucht, den eigenen Schatten zu überwinden. Kain sagte, du würdest kommen. Du redest mit dem Mörder?
Du tätest gut daran, deine lästerliche Zunge zu ricken. Was hat er dir noch gesagt? Dass du mich vernichten würdest. Das werde ich auch. Doch sag du mir, bevor ich deine Seele aus ihrer Verankerung reiße, weißt du, was wir waren, bevor wir zu Kains Brut wurden? Menschlich. Seraphan Rahab, das genaue Gegenteil von allem, was wir jemals glaubten. Was liegt daran? Wir waren verloren. Er hat uns gerettet. Uns gerettet? Wovor? Vor uns selbst. Musst du dich nicht mehr vor Wasser fürchten. Jetzt löst das Wasser deine körperliche Hülle nicht mehr auf und du kannst an Orte schwimmen, die vorher für dich unerreichbar waren. Diese Elementschmiede ist auf die Energie des Sonnenweaver abgestimmt. Wurde die Klinge einmal in dieser Urflamme getauft, kann sie jederzeit mit Feuer geschmiedet werden. Die Zitadelle der Menschen. Mächtige Mauern und tiefe Gräben sollten der Vampirplage Nosgoths Einhalt gebieten. Die Stadt war zwar gut gewappnet gegen Vampire, doch mit jemandem wie mir hatten ihre Architekten nicht gerechnet. Einst war diese Stadt voll von Leben meiner Art. Teilten tatsächlich andere Clans dasselbe Schicksal? Konnte Kain in seinem Wahnsinn keinen seiner Brut verschonen? Nicht Kain, sondern Dumas eigene Arroganz bewirkte den Untergang seines Clans. Ich spreche von menschlichen Fehlern, Raziel. Duma und seine Abkömmlinge hielten sich für unbesiegbar und verloren den Blick für die Gefahr.
In ihrer Selbstzufriedenheit ließen sie sich überrumpeln. Und die menschlichen Vampirjäger konnten sie ohne große Gegenwehr überwältigen. Die wenigen, die fliehen konnten, sind zu Aasfressern verkommen. Mein Bruder Duma, zu Lebzeiten ein mächtiger Krieger. Dass ich ihn hier fand wie ein aufgespießtes Schwein, hätte er als entsetzliche Schmach empfunden. Endlich entfesselt. Ich danke dir, Bruder. Dein Dank kommt zu früh, Duma. Ich habe nicht vergessen, wessen Hände mich in den Abgrund warfen. Die Jahrhunderte in der Vorhölle haben mich stark gemacht. Nicht einmal Kain ist mir ebenbürtig. Auch der stärkste Vampir ist verwundbar. Wir sollten diesen Gedanken prüfen, Raziel. Was früher Blutdurst war, ist nun ein dunkleres Verlangen. Deine Seele wird mir gehören, bevor der Tag zur Neige geht. Nachdem du Dumas Seele verzehrt hast, kannst du ein Band aus spektraler Energie um deine Feinde winden. Diese Energie manifestiert sich auf der spektralen und auf der materiellen Ebene. Und in der körperlichen Welt lassen sich damit Gegenstände bewegen, die du sonst nicht von der Stelle brächtest. In der am weitesten entfernten Schlucht von Nosgoth umhüllt tiefe Stille ein uraltes Mysterium. Im Inneren dieses Labyrinths erwartet dich dein Gebieter. Die Höhle des Orakels. Hier fand das erste verhängnisvolle Treffen von Kain und Möbius statt. Möbius trat als vertrottelter Wahrsager auf, der im Kessel seiner Visionen rührte und leichtgläubigen Besuchern rätselhafte Vorhersagen austeilte. Hinter der Fassade verbarg sich Möbius, der Zeitstromlenker, Magier des Zirkels der Neun, ein skrupelloser Manipulator, ausgestattet mit der Macht, die Zeit zu beugen. Seit er vor vielen Jahrhunderten durch Kains Hand ermordet wurde, stehen diese Höhlen leer. Doch sind auch sie, wie Möbius selbst, angeblich nur Fassade für einen viel größeren, weitläufigeren Komplex. Ich spürte, dass Kain hier war. Und in diesem Augenblick hätte ich die Tiefen der Hölle ausgelotet, um ihn zu finden. Dies, so schloss ich, musste er nun sein, der Zeitstromlenker Möbius. Von der eindrucksvollen Gestalt, die ich nach Kains prahlerischen Worten erwartet hatte,
schien er weit entfernt. Und doch, selbst dieses kalte Bild strahlte eine gewisse unbestreitbare Kraft aus. Meine Ankunft in diesem elenden Zeitalter. Was sind das nun wieder für Tricks? Dies ist keine Illusion, Raziel, sondern ein Blick auf die Ströme und Wirbel der Zeit. Diese Erscheinungen quälen mich. Wurde denn all dies vorhergesagt? Unmöglich. Das muss eine von Kains Täuschungen sein. Bei diesen Bildern kommt mein Verstand ins Wanken. Steht dieser Kampf unmittelbar bevor oder ist er Jahrhunderte entfernt? Sein. Was für ein Wahnsinn ist das nun wieder? Kain muss mich für sehr leichtgläubig halten, wenn er meint, ich glaubte diese Lügen. Ist dies ein Trugbild meiner Sinne oder Widerhall dessen, was noch geschehen wird? Ich muss sagen, ich bin enttäuscht von deiner Entwicklung. Ich hätte dich früher erwartet. Sag mir, hat es dir etwas ausgemacht, deine Brüder zu töten? Hat es dir was ausgemacht, mich in den Abgrund werfen zu lassen? Nein. Ich habe an dich geglaubt. An deine Fähigkeit zum Hass. An deine selbstgerechte Empörung. Du lügst. Alles kannst du nicht vorhergesehen haben. Die Ewigkeit ist unerbittlich, Raziel. Als ich mich vor Jahrhunderten zum ersten Mal in diesen Raum geschlichen habe, konnte ich die wahre Macht des Wissens nicht ermessen. Die Zukunft zu kennen, Raziel. Zu sehen, wie sich ihre Pfade und Ströme in der Unendlichkeit verlieren. Als Mensch hätte ich solche verbotenen Wahrheiten niemals fassen können. Doch jeder von uns ist so viel mehr, als wir einst waren. Lass den Blick über die Ebenen der Möglichkeit schweifen. Und sag mir, fühlst du nicht mit ganzer Seele, wie wir Göttern gleich geworden sind? Und sind wir als solche nicht untrennbar? Solange auch nur einer von uns steht, sind wir Legion. Und wenn ich meine Kinder der Lehre opfern muss, ist dies der Grund, weshalb ich es mit reinem Herzen tun kann.
Sehr poetisch, Kain, doch im Grunde nichts weiter als eine bequeme Rechtfertigung für deine Gräueltaten. In diesen Räumen erlangt Einsicht, wer geduldig genug ist, hinzusehen. In deiner Hast, mich zu finden, war dein Blick vielleicht nicht frei. Unsere Zukunft ist vorherbestimmt. Möbius erkannte meine schon vor einem Jahrtausend. Wir spielen jeder nur die Rolle, die das Schicksal uns bestimmt. Unausweichlich bleiben wir auf unseren festgelegten Pfaden. Der freie Wille ist nur Illusion. Ich war bei der Grabstätte der Seraphan, Kain. Dein schmutziges Geheimnis ist entdeckt. Wie konntest du einen Seraphan-Priester in einen Vampir verwandeln? Wie hätte ich anders handeln können? Man braucht seine Freunde, Raziel, und die Feinde braucht man erst recht. Verstehst du die absurde Schönheit des Paradoxes? Wir sind zwei Seiten derselben Medaille, Seraphan und Vampir. Beide führen wir heilige Kriege, streben besessen die Herrschaft über Nosgord an. Wer sollte mir besser dienen als die, deren Leidenschaft alle Vorstellungen von Gut und Böse weit übersteigt? Die Blasphemie deiner Worte wird mir die Wahrheit nicht verhüllen. Die Seraphan wollten Nosgord vor unseren verbrecherischen Taten retten. Mein Blick ist nun frei, Kain. Ich sehe nichts Edles in dem untoten Leben, mit dem du meinen Körper knechtest. Du hast vielleicht deine Vergangenheit entdeckt, doch du weißt nichts davon. Du glaubst, die Seraphan waren edel und uneigennützig? Sei doch nicht naiv. Sie verfolgten die gleichen Pläne wie wir. Du irrst in einem Labyrinth der Lügen umher, Kain. Diese Trugbilder und Omen. Was für ein Spiel ist das nun wieder? Das Schicksal ist ein Spiel, oder nicht? Und jetzt bin ich am Zug. Um ein Haar vernichtet, Raziel. Doch hier und auf diese Art wird unser Spiel nicht enden. Das Schicksal verspricht noch weitere Wendungen, bevor das Drama sein Ende findet. Sei gewarnt, Raziel. Wenn du diese Schwelle überschreitest, bist du meinem Einflussbereich entzogen. Raziel, Erlöser und Vernichter, Marionette und Messias. Sei willkommen, zeitalterüberspannende Seele. Sei willkommen, dein Schicksal erwartet dich bereits. Wo Zeit nur eine Schleife ist, eine lose Masche im Tuch der Ewigkeit, kann ein Lenker eine Gelegenheit, einen verhängnisvollen Fehler für sich nutzen und so ganze Planeten ins Chaos stürzen.